Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Willkommen zum Video zum Thema Extremwertprobleme mit geometrischen Nebenbedingungen. Bei dem Thema fällt mir ganz dringend eine Frage ein. Wie geht's eigentlich den Häschen auf deinem Balkon? Oh, ja. Frag nicht. Sind weggerannt. Sind die wohl unter der Schnur durch? Vielleicht. Wer sich fragt, über was wir gerade reden, wir spielen auf einen billigen Gag zu Beginn der alten Version dieses Videos an. Das ging es um Häschen. Und wer das nochmal anschauen will, kann das gerne tun. Wir möchten das an der Stelle nicht wiederholen. Wir sind mittlerweile etwas reifer und seriöser geworden. Aber an der Aufgabenstellung hat sich, da ja alle Häschen weggelaufen sind, nichts geändert. Wir brauchen eine neue Umzäunung. Die Aufgabenstellung lautet: Herr Fähnrich möchte seine Häschen in einer Ecke seines Balkons einzäunen. Siehe Skizze. Welche Häschen? Die sind doch weggelaufen. Achso, ich habe mir neue Häschen hier geholt. Ah, super. Ihm stehen dabei 80 cm Hasendraht zur Verfügung. Cool, Hasendraht, keine Schnur mehr, dazugelernt. Bestimme die größtmögliche Fläche, die er damit umzäunen kann. Okay, zunächst haben wir hier rechts meine Skizze. Was ist denn da dargestellt? Genau. Also ich will die Häschen so umzäunen, dass es so eine rechteckige Fläche gibt. Und hier natürlich einen Flächeninhalt, den habe ich mal groß A genannt. Und ich dachte, es ist wichtig zu wissen, welche Länge und welche Breite hat dieses Rechteck. Da ich die noch nicht genau weiß, habe ich die allgemein X und Y genannt. Okay, was ist denn an den Stellen hier und hier? Brauchen wir da keinen Draht? Ja gut, da dachte ich mir nämlich vom Balkon einfach die Wand, die ich da habe. Und dann brauche ich ja da keinen Draht, das ist clever. Okay, gut. Wie gehen wir an solche Problemstellungen generell ran? Ja gut, immer bei solchen Problemstellungen müssen wir irgendeine Größe entweder maximieren oder minimieren. Welche ist es denn hier? Okay, es geht hier drum, die größtmögliche Fläche, also größtmöglich schon mal maximieren, und Fläche ist die Größe. Okay, das heißt, die betrachten wir. So, dabei handelt es sich um einen Flächeninhalt. Wie berechnen wir denn den Flächeninhalt von einem Rechteck? Ja gut, das ist ja einfach. Also einfach Länge mal Breite. Okay, Länge mal Breite, das wären hier x und y, also ist a gleich x mal y. Das Problem ist, dass wir da jetzt nichts groß berechnen können, denn wir kennen weder x noch y. Die einzige Information, die wir haben, sind 80 cm Hasendraht. Das bringt uns hierfür nicht viel. Aber was können wir denn damit anfangen? Gut, 80 cm Hasendraht ist hier sozusagen eine Nebenbedingung. Weil wenn wir uns mal die Skizze angucken, dann brauchen wir ja genau dafür Draht, wo hier diese blaue Länge ist und diese grüne Länge. Weil das heißt, wir müssen nur Länge plus Breite nehmen und das sind unsere 80 cm. Okay, ich verstehe. Da haben wir jetzt diese 80 cm aus der Aufgabenstellung reingebaut. Wie müssten wir das hier schreiben, wenn wir jetzt 100 cm zur Verfügung hätten? So, bei 100 cm wäre es dann x plus y ist gleich 100. Okay, und was müssten wir machen, wenn wir das ganze Ding hier umzäunen würden? Ja gut, dann hätten wir zweimal x und zweimal y. Das heißt, wir würden schreiben 2x plus 2y ist gleich entweder hier 80 oder in einem anderen Beispiel 100. Okay, jetzt haben wir also eine zweite Gleichung. Ich habe wieder das Problem, hier sind wieder zwei Sachen unbekannt, genauso wie hier oben. Aber wenn wir zwei Gleichungen haben und jeweils zwei Unbekannte, was können wir denn dann machen? Na ja gut, wir können dann die eine Gleichung benutzen. Hier benutzen wir die Nebenbedingung, um hier die nach einer Variable umzuformen, dann die andere einzusetzen, sodass wir eine Variable eliminieren können. Okay, probiert das doch jetzt mal. Und zwar formt diese Gleichung hier um, dass y alleine dran steht und setzt das mal hier oben in das a ein. Das wird unser nächster Schritt drittens und den schauen wir uns an in 3, 2, 1. Okay, wir haben jetzt das Ganze gemacht, was wir gerade gesagt haben. Das hier wurde umgeformt nach y wurde eingesetzt oben beim Flächeninhalt. Und wenn man das hier einsetzt, dann fällt das y weg und wird durch 80 minus x ersetzt. Das sehen wir recht deutlich. Was ist denn jetzt das Besondere an dieser Funktion hier? Gut, das Besondere ist, diese Funktion hängt jetzt nur noch von einer Variable ab. In dem Fall von x. Und solche Funktionen kennen wir ja, mit denen können wir auch umgehen. Und das bezeichnen wir hier auch als Zielfunktion, weil das ist unser Ziel bei dieser Art Aufgabe, eine Funktion aufstellen mit nur einer Variable. Denn wenn es nur eine Variable gibt, dann kann man wunderbar damit arbeiten und Extremwerte berechnen. Eine Sache müssen wir uns aber noch überlegen, was für Werte darf x denn überhaupt annehmen? Ja, also generell kann man ja sagen, wenn man die Skizze mal anguckt oder wenn man einfach in der Realität nachdenkt, x ist ja hier die Länge
Und eine Länge muss ja immer positiv sein. Also x muss auf jeden Fall größer sein als 0. Sieht man das auch in der Funktion? Das sieht man auch in der Funktion, denn wenn x kleiner wäre als 0, dann würde hier ein negativer Faktor stehen, dann wird das Ganze negativ. Das wäre Quatsch. Gut, dann schreiben wir das mal auf. Also auf jeden Fall 0 kleiner als x. So, x ist aber auch nach oben hin beschränkt. Denn wenn wir mal in der Skizze anschauen, beziehungsweise aus der Aufgabenstellung aus, wir wissen, wir haben 80 cm Hasendraht. Das heißt, die längste Länge, die x haben dürfte, wäre etwas, was knapp unter 80 liegt, sonst hätte ja y keine Länge mehr. Also muss x auch kleiner als 80 sein. Sieht man das auch an der Funktion? Ja, an der Funktion sieht man es auch, denn die Klammer lautet ja 80 minus x, also der zweite Faktor. Und wenn x jetzt größer wäre als 80, dann wäre diese Klammer negativ. Und dann hätten wir auch einen negativen Flächeninhalt, was auch keinen Sinn ergibt. Okay, gilt also, x muss kleiner sein als 80. Gut, jetzt seid ihr wieder dran. Als allererstes sollte das hier außen multipliziert werden, denn sonst können wir damit nicht gut weiterrechnen. Und dann habt ihr eine Funktion, von der ihr ganz einfach Extrempunkte bestimmen könnt. Und das macht ihr auch im vierten Fall, Extrempunkte bestimmen, denn das hilft uns bei der Lösung der Aufgabe. Und das kriegt ihr selber hin. Und die Lösung dafür gibt's in 3, 2, 1. Okay, da ist jetzt ganz schön viel aufgetaucht. Wir gehen es mal durch. Es wurde die erste Ableitung gebildet hiervon. Ich glaube, das ist relativ klar. Die wurde gleich 0 gesetzt. Mit Äquivalenzumformen kommt man auf x gleich 40. Wie geht es dann weiter? Genau, da muss man gucken, ob das wirklich auch ein Hochpunkt ist. Das könnte ja auch ein Tiefpunkt sein. Das heißt, wir setzen x gleich 40 in die zweite Ableitung ein. Das hier. Die muss man erstmal bilden. Das ist minus 2. Und natürlich, wenn man 40 einsetzt, ist die auch noch minus 2. Das ist kleiner 0. Und deswegen haben wir einen Hochpunkt. Warum denn ein Hochpunkt? Warum darf es denn kein Tiefpunkt sein? Ein Tiefpunkt wäre, dann wäre ja die Fläche minimal. Und wir wollen ja nicht die kleinstmöglichste Fläche, sondern die größtmöglichste Fläche. Okay, und dann wollen wir auch wissen, wie groß die Fläche ist. Deswegen wurde auch die 40 in die Formel für die Fläche eingesetzt. Dabei kommt 1600 raus. Das kann man hier auch nochmal im Hochpunkt sozusagen sehen. 40 ist der x-Wert und der y-Wert sind die 1600. Und damit können wir auch unser Ergebnis formulieren. So, und der Antwortsatz ist kurz. Er lautet einfach, die größtmögliche Fläche 1600 Quadratzentimeter. Gut, jetzt schreiben wir das Ganze mal allgemein auf. Hier kommt jetzt die Strategie für das Lösen von Extremwertproblemen, die man allgemein in solchen Fällen anwenden kann, wenn es geometrische Nebenbedingungen gibt. Das erste wäre, man legt die Größe fest, die extremal werden soll, und stellt einen Term davon auf. Dieser Term kann mehrere Variablen enthalten, haben wir hier notiert. In den meisten Fällen sind es zwei Variablen. Genau, danach muss man eine Nebenbedingung aufstellen. Und in der Nebenbedingung muss der Zusammenhang zwischen diesen beiden Variablen irgendwie deutlich werden. Gut, jetzt geht man über und will die Zielfunktion aufstellen. Die Zielfunktion bedeutet immer, dass man die Variablen oben so in Abhängigkeit voneinander darstellt, dass in der Zielfunktion nur noch eine der Variablen drin ist. Außerdem muss man noch den Definitionsbereich angeben. Also schauen, welche Werte darf diese eine Variable, die noch da ist, überhaupt annehmen und welche nicht. Gut, dann hat man eine Funktion, die Zielfunktion, die eben nur von einer Variable abhängt. Und dann kann man die Extremwerte dieser Zielfunktion bestimmen. Da müssen wir nichts groß dazu sagen, das kennt ihr. Ab und zu muss man einen Definitionsbereich beachten, das spielt aber auch nicht immer eine Rolle. Gut, und als letztes muss man einfach nur noch den Antwortsatz wirklich formulieren. Und dann hat man die Aufgabe gelöst. Und das auch nicht weglassen, denn ihr wisst ja, ohne Antwortsatz. Ja, gibt es Punktabzug, ja. Okay, wir schauen uns noch eine Aufgabe zusammen an. Wie ihr sehen könnt, sind wir zurück bei der Eingangsaufgabe. Gar keine neue Aufgabe, durchaus Absicht, denn es wird jetzt keine weitere Aufgabe im Video folgen, sondern wir wollten euch klar machen, genau die Schritte, die ihr gerade allgemein nochmal gesehen habt, das waren diese 5 Schritte, die wir zusammen durchgeführt haben. Wo ist denn die besondere Schwierigkeit bei diesen Aufgaben? Ja, die Schwierigkeit ist vor allem im ersten Schritt. Diese Größe, da muss man erstmal einen Term aufstellen. Und der ist manchmal ein bisschen schwierig. Hier war er einfach, also einfach x mal y. Aber oft ist er auch ein bisschen schwieriger. Ja. Das zweite, was man sehen muss, ist die Nebenbedingung. Das sind ja die 80 cm. Auch da eine Idee zu haben, wie stelle ich die auf, wie forme ich die um und setze sie ein. Alles, was ab hier kommt, ab dem Schritt 3, das sind Sachen, die ihr schon kennt. Deswegen werden wir uns zusammen im Unterricht Aufgaben anschauen, wo wir vor allem diese beiden Schritte nochmal besprechen
Und mit dem Schritt 3 bis 5 könnt ihr dann einfach eure Rechenfertigkeiten von den letzten Videos nochmal prüfen. Und das machen wir zusammen im Unterricht. So, bis dahin. Ciao. Macht's gut. Ciao. Hey, wir sind's nochmal. Und zwar haben wir noch zwei kleine Tipps für euch. Der erste Tipp wäre ein Video, was hervorragend zu dem aktuellen Video passt. Und vielleicht habt ihr ja noch nicht unseren Kanal abonniert, dann würden wir euch empfehlen, macht das, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. So, das war's jetzt aber wirklich. Ciao. Tschüss.